Der Besitzer des griechischen Fußballpokalsiegers PAOK Saloniki hat sein skandalöses Verhalten beim Chaos-Spiel gegen AEK Athen verteidigt. Ivan Sauvidis war am Sonntag nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung mit einer Pistole am Gürtel auf den Schiedsrichter zugestürmt. Die Begegnung wurde daraufhin abgebrochen. Ivan Sauvidis hat niemanden mit einer Waffe bedroht. Das bedeutet, dass provokanten Überschriften diversen Männern absolut unwahr sind. Er trägt eine Waffe, weil er Erlaubnis dazu hat. Das ist in Griechenland nicht verboten, teilte seine Männeragentur der russischen Zeitung Sport Express mit. Der griechisch-russische Geschäftsmann war in der 90. Minute auf dem Platz gelaufen, nachdem das vermeintliche 1:0 für PAOK wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt worden war. 3 Stunden nach dem Abbruch erklärte Schiedsrichter Yorgos Kouminos, das Tor zähle doch. Unklar blieb, ob er die Entscheidung schon vor dem Platzsturm von Sauvidis gefällt hatte.